Hallo, es tut sich wieder einiges in Deutschland und ich nehme dies zum Anlass, nach Studium der heutigen Presse das ein oder andere zu sagen. Wir haben also gerade wieder viel Diskussion in der Rentenbesteuerung. Hier hat die Bundesregierung wieder die Faust des Bundesfinanzhofs ins Gesicht bekommen, der halt festgestellt hat, dass die Art und Weise, wie Renten besteuert werden, nicht geltendem Recht entspricht. Und gut, das ist ja jetzt nichts Neues, dass unsere Regierung Gesetze erlässt, die entweder verfassungsrechtlichen oder sonstigen Kriterien nicht standhalten. Darüber muss man sich nicht weiter aufregen. Es ist nur sozusagen wieder ein weiteres Mosaiksteinchen im Bild des Ganzen. Was mich aber viel mehr bewegt, ist die Tatsache, dass unser Rentensystem an sich sehr obskur gestrickt ist. Sie kennen ja diese Schneeballsysteme, die natürlich streng verboten und kriminell sind. Das heißt also, jemand sammelt Geld ein, tut so, als ob sie irgendeine Rendite damit erzielen könnten, zahlt auch gelegentlich sogenannte Renditen aus, aber die Gelder kann er nur deswegen an sie auszahlen, weil er neue Dumme gefunden hat, die sich an diesem System, an diesem Spiel, an diesem Betrugsspiel beteiligen. Dass das kriminell ist, ist klar, dass sich daran oft langjährige Freiheitsstrafen für die Veranstalter knüpfen, ist auch klar, denn hier werden oft Millionen und Abermillionen dem braven Anleger aus der Tasche gezogen, ohne dass er irgendeine ernsthafte Rendite erwarten kann. Und jetzt vergleichen wir das mal mit unserem Rentensystem, da sieht es nicht anders aus. Denn Sie bekommen für das Geld, was Sie einzahlen, jeden Monat von Ihrem Gehalt einzahlen, nicht einen einzigen Cent zurück oder verzinst oder was auch immer. Das Geld, was Sie einzahlen, verwendet man darauf, die aktuell im Rentenstand Befindlichen zu bedienen. Und das Geld, das jetzt von neuen Einzahlern erwirtschaftet wird, hat gar nichts damit zu tun, dass Sie irgendeinen Vermögensaufbau damit betreiben könnten. Das heißt also, wir haben eine Situation eines Schneeballsystems, wo man darauf hofft, dass genug Einzahler da sein werden, die den aktuell Rentenberechtigten ihre Rente bezahlen. Was sollte das anders sein als ein Schneeballsystem? Und hier, und das ist der entscheidende Punkt, knüpft sich auch die Sorge an, dass wir eine überalterte Gesellschaft werden, denn das hat in der Rente den Effekt, dass immer mehr Rentner von immer weniger Erwerbstätigen versorgt werden müssen. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie zahlen von Ihrem Geld in die Rente ein, haben überhaupt keine Rendite, haben überhaupt keine Chance, dass Ihr Geld für Ihre eigene Rente angelegt oder verwendet wird, sondern Sie sind davon abhängig, dass andere irgendwann einmal kommen und Ihnen die Rente bezahlen. Und dieses System wird tatsächlich für legitim erachtet. Ich halte es, wie ich schon sagte, für ein Schneeballsystem, das für mich eine der größten Betrügereien in der Geschichte unseres Landes darstellt. Wenn man das in Ruhe überlegt, versteht man auch, warum die Sorge vor einer Überalterung der Gesellschaft so groß ist, warum die Sorge von der geringen Geburtenrate so extrem groß ist, einfach weil man genau dieses Problem erkennt. Und
Ich sag's mal so, normalerweise würde eine Gesellschaft durch die Überalterung eigentlich gar keine Schäden davon tragen. Warum denn? Dann gibt es weniger Menschen. Die Grünen müssten eigentlich jubeln, weil wir dann ja weniger CO2-Ausstoß haben. Ja? Und wir wissen ja auch, durch die fortschreitende Technik werden immer weniger Menschen mehr leisten können, mehr verrichten, mehr schaffen können. Das heißt also, per se ist ein Bevölkerungsschrumpfvorgang gar nichts Schlechtes für eine Gesellschaft. Wir sehen das übrigens auch in China, die ja diese extremen Familienpolitik Zensuren hatten, Ein-Kind-Politik, dann jetzt wieder eine Zwei-Kind-Politik, jetzt kommt demnächst die Drei-Kind-Politik. Man öffnet sich also, weil man auch hier ein gewisses Schrumpfen der Gesellschaft sieht. Aber ich betone, das Schrumpfen einer Gesellschaft ist erstmal gar nichts Schlechtes. Das kann durchaus auch Vorteile haben, das kann Perspektiven, das kann Chancen eröffnen und so weiter und so fort. Wenn da die hässliche Rente nicht wäre. Denn die wird nach unserem System von denen bezahlt, die aktuell in der Wirtschaft arbeiten. Und diejenigen, die in die Rente einbezahlt haben, haben nicht für sich selbst einbezahlt, sondern für diejenigen, die vor ihnen in Rente gegangen sind. Und das kann nicht richtig sein. Insofern bräuchten wir eine radikale Änderung in der Rentenpolitik. Insbesondere müsste die Regierung Milliarden und Abermilliarden bereitstellen bei der Umstellung des Systems. Das würde natürlich richtig viel Geld kosten, aber dann hätte im Endeffekt sozusagen jeder Rentner die Möglichkeit, seine eigene Altersvorsorge zu organisieren, wohlgemerkt mit seinem eigenen Geld. Solange das nicht der Fall ist, werden wir von Hütchenspielern regiert. Vielen Dank.